Dem Wiesenidyll müssen wir allerdings schnell wieder Tschüss sagen, mangels Gesprächspartnern. Die finden wir ein paar hundert Meter weiter bei den Kleintierzüchtern. Uwe Mögle hat zu unserem Glück gerade Mittagspause und nutzt die Zeit zur Hühnerpflege. Und was machen Sie hier? Kleintierzüchter bedeutet, Sie züchten richtig Tiere, oder? Wir züchten richtig Tiere, die meisten, wo auch vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Wir haben hier Gänse, Hühner. Was hier fröhlich pickt, sind nicht etwa 0815 Hühner, erzählt uns Uwe Mögle, sondern prämierte Stars. Die Schwarz-Weißen, das sind zum Beispiel deutsche Sperber, so heißt die Rasse. Mhm. Da gibt es noch ganz wenige davon. Wir sind froh, dass wir die haben. Und der Züchter ist ja dreimal deutscher Meister geworden mit diesen Tieren hier. Okay, was macht so ein deutsches Meistertier aus? Das muss schön aussehen, oder? Es gibt einen Standard, wie das Tier aussehen muss. Mhm. Das heißt, der Kamm muss stimmen, die dürfen zum Beispiel keine krumme Füße haben. Schwanzvolumen muss da sein, die Sperberung. Man, hier ist jetzt gerade nicht so schön, in dem Flügel. Och, also ich finde es ganz hübsch. Ja, aber wenn Sie da auf Ausstellungen gehen, die muss also gleichmäßig sein. Okay. Nur wenn alles passt, gibt's Pokale und Wimpel. Von denen haben die Kleintierzüchter einige im Vereinsheim. Uwe Mögles Tiere auf dem Gelände sind die russischen Graugänse. Die fand er schon als Kind faszinierend. Das heißt, Ihre Eltern haben das auch schon gemacht, oder? Ja, mein Vater war Vorstand hier im Verein. Er hat Tauben gezüchtet, aus gesundheitlichen Gründen kann er es jetzt nicht mehr. Aber durch den Vater bin ich praktisch hier in die Kleintierzucht gekommen. Ja. Uwe Mögle ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten, jetzt selbst Vorstand bei den Kleintierzüchtern. Ein zeitaufwendiges Hobby, jeden Tag ist er hier und das gerne. Die Tiere sind ein optimaler Ausgleich zu seiner Arbeit im Büro, sagt er. Und dürfen die hier bis zum Ende bleiben oder werden die irgendwann gegessen? Man zieht das Tier auf, aber zum Schluss, man isst es aber auch dann. Und dann sagen Sie, Mensch, jetzt heute esse ich die Emma, oder? Auf die Art, ja. Auf die Art, ja. Keine Wehmut dann manchmal dabei? Ein bisschen schon, ja. 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 Aber man kann nicht alle Tiere dann auch behalten.